Heimsimulator erfolgt der Einstieg von der Seite. Ich ziehe das Canopy zurück, steige von der Seite ein und nehme Platz. Was so ein bisschen beschwerlich aussieht an dieser Stelle, ist einfach durch das Dreibein des Kamerastativs geschuldet. Mit ein bisschen mehr Zurückziehen des Canopies ist es leichter einzusteigen. Das gesamte System ist über eine zentrale Konsole von innen zu bedienen, die Displays und der Computer zum Beispiel. Und mittels einer Funktastatur kann auch der Simulator und alles andere eingestellt werden. Ich muss nicht an den Rechner draußen oder irgendwelche anderen Dinge von außen einstellen. Zu Beginn ist ein Check aller Schalter nötig, um auch die richtigen Positionen vorzufinden, und das Ganze kann ich anhand einer Checkliste durchführen. Um diese maximale Bedienbarkeit von innen zu gewährleisten, muss natürlich dann auch der Strom für die ganzen Geräte zur Verfügung gestellt werden und das Ganze über die Mittelkonsole. Von dort bediene ich eine Verteilung, die mit einem Schütz und einem Eltaco ausgestattet ist. So kann ich für die ganzen stromabhängigen Geräte den Strom aufteilen und das Ganze recht einfach und effektiv. Als gelernter Luftfahrzeugmechaniker und mit einer Zusatzausbildung als Elektriker und mit Hilfe eines befreundeten Elektrikers habe ich das Ganze nach maximalen Sicherheitsaspekten gebaut und ich denke, es ist ganz gut gelungen. Zu Beginn lege ich den Hauptschalter um, um auch die Spannungsversorgung herzustellen. Dies aktiviert das Schütz. Dann werden 12 und 5 Volt Schiene aufgelegt, um einen Raspberry Pi und ein kleines Display 20 Zoll ansteuern zu können. Über ein Eltaco wird nochmal eine zusätzliche Spannungsversorgung zur Verfügung gestellt, um die drei Hauptdisplays zu befeuern. Von der Mittelkonsole aus kann ich natürlich auch den PC starten. Die Starttaste und auch die LED vom Motherboard COM sind jeweils durchgeschleift und können so von der Mittelkonsole einfach per Schalter betätigt werden. Das Runterfahren des PCs ist übrigens auch über die Mittelkonsole möglich. Hierzu wird ein Tastendruck in einen Computertastenbefehl umgewandelt, der wiederum über einen Shortcut ein kleines Skript auslöst. Inzwischen ist auch der Raspberry Pi hochgefahren und stellt jetzt die Instrumente, in diesem Fall einer Cessna 972, auf dem kleinen Display vor dem Piloten dar. Zur Darstellung der Instrumente auf dem Display direkt vor dem Piloten nutze ich die Software AirPlayer von SimInnovations. Mit der Software könnte ich viele andere Cockpit-Systeme darstellen, doch ich habe mich für die klassischen Anzeigen entschieden. Jetzt ist auch Windows hochgefahren und auf dem ganz rechten Display, den ich als primäres Display nutze, kann ich nun alle Einstellungen vornehmen. Die restlichen Displays warten einfach auf den Flugsimulator. Die oberen Schalter der Mittelkonsole bedienen einige Informationssysteme, Beleuchtungen zum Beispiel, die einer Person, die außen vor dem Simulator steht, zum Beispiel zeigt, ob ich jetzt gerade ansprechbar bin oder, wenn sie etwas von mir möchte, sogar eine Taste drücken kann, und im Inneren des Cockpits leuchtet eine Signallampe auf. Spielerei, aber ich find's gut. Vor Start des X-Plane Simulators starte ich das Produkt Spud Next, ein, sagen wir mal, Ersatztreiber mit einer wahnsinnigen Funktionsvielfalt für die ganzen Zytec-Logitech-Instrumente, die ich einsetze. Inzwischen kann ich auch die Android-App starten, die mir die Basic-6-Instrumente darstellt. Die Daten werden aus dem Netzwerk über ein Plugin von X-Plane an die App zur Verfügung gestellt und somit laufen sie einfach tatsächlich live mit, genauso wie die anderen Instrumente auf dem großen Display vor dem Piloten. Somit habe ich eine Art Backup-Lösung, mit der ich tatsächlich dann auch die Airspeeds etc. einfach abgleichen kann. Mithilfe einer Funktastatur, die auch ein Touchpad für die Mausbewegung beinhaltet, stelle ich jetzt einfach die nötigen Flugvorbereitungen ein und starte den Simulator, sprich gehe richtig in die Simulation hinein. Die Zeit bis zum Start der Simulation selbst, die nutze ich natürlich dann, um nochmal die Schalterstellung zu prüfen, um am Overhead-Panel zum Beispiel die Beleuchtung innerhalb des Simulators für mich selber dann nochmal einzustellen oder halt nochmal Flugkarten zu kontrollieren. Mit Start der Simulation selber ist die Mittelkonsole nicht mehr ganz das primäre Werkzeug. Ab jetzt kann ich die Instrumente, die für den Flug nötig sind, nutzen und mich auf die Vorbereitung des Fluges selbst konzentrieren. Jetzt geht's also an die Checklisten für die Cessna selber und die Flugvorbereitungen für einen Rundflug oder für einen Überlandflug.